das war eine ganz schöne Arbeit, das links und rechts wirklich symmetrisch zu bauen. Genau, hinten auch nochmal ein Fensterglas mit drin. Und dann geht es hier nochmal nach oben. Hier möchte ich dann so noch so ein paar Ausrüstungsshops in Anführungszeichen hinbauen. Da kommt dann mal rein, okay, man hat mal eine Kiste vergessen, man hat mal eine Spitzhacke vergessen, dass da so ein paar Kisten stehen, wo man sich dann noch was rausnehmen kann und gut ist. Genau, so sieht das Ganze dann von oben aus. Links und rechts nochmal die Gleise zu sehen. Gut, rechts jetzt noch nicht. Das wird dann noch kommen später. Und da ist dann hier der Ausgang dazu zu dem Ganzen. Und da kommt man dann bei dem alten Eingang raus, der schon für den Bahnhof existiert hat, nur noch mal ein bisschen modifiziert. Nämlich hier in der Nähe der ersten Häuser. Genau, dann habe ich die Bahnstrecke von meinem Haus aus auch verändert. Hatte einfach, oder hatte den Effekt, weil es mich ein bisschen gestört hat, dass alle immer durch mein Haus gefahren sind, beziehungsweise alle durch mein Haus fahren mussten, obwohl ich ja der Einzige bin, der das wirklich braucht. Mal gucken, das ist die Bahnstrecke, dann fahren wir mal hier lang. Genau, das ist jetzt die Bahnstrecke in mein Haus. Oder in meinen Keller, dann mit Anschluss noch zu einer weiteren Bahnstrecke. Das habe ich momentan dort auch noch mit stehen. So, das packe ich gerade mal ein. Genau, hier würde es dann weitergehen zu einem Tunneleingang. Ich weiß gar nicht, ob ich die Strecken schon mal gezeigt habe. Das kann ich gerade gar nicht sagen. Ich glaube aber nicht. Machen wir aber jetzt auch nicht. Keiner ist ruhiger. Zeige ich dafür noch eine andere Bahnstrecke. Wobei, ob ich... Nee, die zeige ich euch jetzt nicht. Die ist noch nicht fertig. Das machen wir dann, wenn es soweit ist. Das ist nämlich das erste Gleis hier auf der rechten Seite. Also sprich das hier. Aber das machen wir dann später. So, dann habe ich noch was Drittes gebaut. Dafür laufe ich jetzt die Bahnstrecke mal entlang, weil ja hier schon eine Lore unterwegs ist. Ah, ist hier stehen geblieben, schön. Kurz vor der Schiene. Das ist nämlich dann die Bahnstrecke hier runter. Na, da fahren wir nämlich dann hier geradeaus weiter. Oh, es wird gleich dunkel. Da fahren wir dann hier geradeaus weiter. Fahren dann nochmal weiter. An der Kakteenfarm vorbei. Und dann, man hört es schon, habe ich jetzt hier drei Stoppschienen eingebaut. Was auch erstaunlich gut funktioniert, ehrlich gesagt. Dann hier mit dem Knopf zum Weiterfahren, den hält man gedrückt und drückt nebenbei W. Genau, und hier geht es dann in meine unterirdische Schafzucht. Oder in unsere unterirdische Schafzucht rein. Genau, hier oben mit ein bisschen Glas. Hier mal mit zwei Dark Oak Bäumen. Und das Prinzip ist ganz einfach. Es gibt links und rechts die gleiche Ebene. Die ist erstmal hier mit jeweils ungefähr 16 Schafen. Ich habe es jetzt nicht ganz genau nachgezählt, es sollte ungefähr passen. Und dann geht es hier in die zweite Etage nach unten. Aber dann nur für die Schafe. Das ist, wenn man mal Gehege verbinden möchte. Dass man sagt, man braucht mal von einer Farbe mehr oder irgendwas und will da die Gehege zusammenlegen. Genau, das gleiche haben wir hier nochmal auf der linken Seite. Auch wieder Schafe und hinten der Treppenabgang. Genau, hier in der Mitte sieht es dann so aus. Kann man hier nochmal runter gucken. Und dann haben wir hier das kleine Wolllager, sozusagen, wo man dann Farbstoff und Wolle reinhauen kann, wenn man hier mit der Schere durchrennt. Und natürlich auch Scheren. Das werde ich dann vielleicht bei Gelegenheit noch ein paar schon mal reintun. Dann geht es hier weiter nach unten. Ins zweite Untergeschoss. Das sieht folgendermaßen aus, wieder links und rechts. Die Schafe plus Treppenaufgang nach oben und nach unten. Und auf der anderen Seite das gleiche. Die sind momentan auch farbenrein, also rot, schwarz, weiß, blau. Habe ich einfach schon mal so gefärbt und die Türen zu, dass sich da nichts vermischt. Denn das sind, denke ich, die Farben, die man am häufigsten mit braucht. Und dann kann man hier schon mal die Bäume ein bisschen begutachten. Auch hier in der Mitte den Baum. Und hier nochmal.
Und dann geht's hier nochmal nach unten, logischerweise. Und da haben wir hier drüben einmal einen See, der nicht für Schafe zugänglich ist. Einfach mal so ein bisschen als schönes Element, dachte ich mir das. Hier oben fehlt eine Steinstufe. Warum fehlt da eine Steinstufe? Oh, Schluck auf. Nicht perfekt, aber geht. Genau. Wie gesagt, hier nicht für Schafe zugänglich. Das ist wirklich bloß mal zum Chillen. Und dann... Wow! Alter, was zum Fick? Oh, was zur Hölle? Ist einfach ein Creeper gespawnt. Junge. Okay, ich muss ja gerade mal ganz kurz ausleuchten. Und mal kurz den Creeper umbringen natürlich. Boah. So ein elender... Creeper, du. Da mache ich gerade mal eins. Schaut mal ganz kurz weg. Ich nehme hier mal ein bisschen Glowstone und papp das hier mal an die Decken. 1, 2, 3, der vierte von der Türe. Und dann machen wir 1, 2, 1, 2, 3. So, hier nochmal. 1, 2, 3, der vierte von der Türe. 1, 2, 3, zack. So, dann sollte es hier hell sein. Drüben ist eigentlich auch hell genug. Gut, wie ist hier? Da kann man noch drüber streiten. Dann machen wir hier mal ein bisschen Glowstone in den Boden. Dass solche Geschichten nicht unbedingt wieder passieren. Das wäre nicht so schön. So, da auch nochmal und hier drüben auch. Und dann müssten wir eigentlich hinkommen. Das Gras hier ist dunkel, nicht weil es da dunkel ist, sondern wegen dem Gebiet, was sich dort ändert. Hier ist es noch dunkel, da fehlt noch eine Fackel. So, ich hoffe mal, das reicht. Genau, hier unten und überall, wo man hier so Zäune sieht, da ist Gras dahinter, was dann dort rauswächst, wenn die Schafe alles wegfressen, dass hier nicht irgendwann mal alles braun ist und die Schafe nichts mehr zu essen haben. So, das kommt gerade mal wieder weg. So. Und dann machen wir hier wieder einen Abgang. Zeige ich euch nochmal ganz kurz, wo wir da oben rauskommen. Und dann fahren wir mit der Bahn wieder zurück. Genau, lala. Und zwar kommen wir da raus. Hier oben ist links und rechts jeweils das Glas, wo es runter geht. Und zwar kommen wir da... Hier vorne ist die Kaktusfarm, da Schafgehege raus. Hier natürlich die Kathedrale. Also alles ganz überschaubar. Und wir fahren jetzt mit der U-Bahn zurück. Gut, da brauchen wir jetzt hier gar keinen Knopf zu drücken. Jetzt sind die Schienen angegangen. Aber man kann sich da auch so drüber quälen. Aber ich dachte, so als Halteoption ist das ganz lustig. Und nicht ganz so aufwendig wie das hier mit dem Abmessen. Wie das hier jetzt. Oder man kann auch einfach dauerhaft B spammen, dann funktioniert das auch. Wie gesagt, es hakelt leider ein bisschen aufgrund Internet. Aber ansonsten funktioniert es eigentlich ganz gut. Ah, Tintenfische. Ja, die spawnen hier regelmäßig in den Brunnen gestern auch schon. Aber ich finde, wenn wir hier gerade schon mal sind, na, ich möchte ja nicht meckern, aber hier ist es noch ein bisschen dunkel.
Wenn hier nämlich ein Creeper spawnt, dann fuck ich mich ab. Weil das hat wirklich lang gedauert, das alles so schön zu machen. Ich bin gerade mal so frei. Achso, nee, das funktioniert ja nicht. Das hatte ich auch schon probiert. Wie machen wir das da? Oh, Tinte. Wie machen wir das da am besten? Gute Frage. Nächste Frage. Vielleicht da nochmal ein. Gucken, wie sieht denn das aus? So von, würde ich den aber lieber da haben. Einmal da. Und einmal da. Und wenn ich jetzt sagen würde, zum Beispiel, ich bringe hier eine Falltür an. Dann ist es trotzdem hell. Okay. Ja, wie gesagt, einige Ecken hier sind wirklich zu dunkel. Aber das kann man ja gerade mal ganz schnell machen. Das sieht ja keiner. Nicht, dass uns dann hier irgendwann mal was um die Ohren fliegt. Gut, hier drüben ist jetzt auch noch ein bisschen dunkel. Vielleicht hier wäre es noch eine. Ja, das ist gut. Da und da. Dann sollte das, denke ich mal, funktionieren. Hoffe ich. Gut, machen wir jetzt vielleicht jeweils unter dem Glowstone noch eine. Nur vorsichtshalber. Man weiß doch, wie die Monstren so sind. Und ansonsten denke ich, dass es okay ist. Könnte ich ja vielleicht die hier wegmachen. Ja, da wirkt es insgesamt noch ein bisschen anders. Ja, das kann man machen. Da wirkt es in der Mitte noch ein bisschen dunkler nach oben hin. Das ist ganz gut. Gucken, wenn man denn hier so reinkommt. Ja, das machen wir. Finde ich jetzt so auf Anhieb gar nicht verkehrt. Ist okay. So, genau. Wo war ich stehen geblieben? Ja, genau, das habe ich gesagt. Ja, ja. Gut. Ich habe euch, denke ich, soweit erstmal alles Wesentliche an Änderungen gezeigt. Und dann möchte ich mit euch heute mal ein bisschen im Kreativ bleiben. Denn, und jetzt kommt's, also haltet euch fest, wir haben ja hinter dieser wunderschönen Kathedrale, die zeige ich euch nochmal ganz kurz von innen, wie die jetzt mit den Texturen aussieht. Ich denke, das wird euch gefallen. Auch hinten, wie das ja mit dem Glas wirkt, mit dem Sonnenaufgang, toll, oder? Ich mache gerade mal eins. Ich mache gerade mal den und den. Jetzt wirkt das Ganze noch besser. Ich denke, es sieht schon ganz nett aus, ne? Wie das hinten mit der Sonne so wirkt. Gut, jetzt kommen ja natürlich gleich die Monster. Also Licht schnell wieder an. Bevor ihr noch mehr spawnt. Ach ja, komm. Kopf zu. Oh, toll. Ich liebe mein Internet zurzeit. Es ist einfach zum Kotzen. Ja. Ich möchte nämlich mit euch einen großen Baum weiterbauen, den ich angefangen habe. Genau hier habe ich jetzt noch, oder das ist hier unsere schöne Stadt von oben. Auch mal schön zu sehen. Ich weiß gar nicht, ob ich euch den Bauernhof schon gezeigt habe. Und das hier wird der Baum. Oh, das leckt gerade doch ganz schön. Ja, mal gucken, wie sich das so weiterspiegelt. Das ist der Baum. Unten sieht er schon ganz gut aus. Oben dafür noch ganz schön kahl. Zumindest auf der einen Seite gefällt er mir unten schon, nämlich hier.